diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis. Begann vor langer, langer Zeit. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, fliegt in einer dunklen Nacht ohne Radarsystem dem Sonnenaufgang entgegen. In seinem Schnabel transportiert er zwei zappelnde Bündel. Zoom! Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Kavoom! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby. Und zischt damit ab. Ah! Oh je, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit. Berauschendem Tempo auf das Meer zu. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang. Und fiebt vergnügt vor sich her. Hä? Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat... auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Doch es ist noch etwas vom Himmel gefallen. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt die denn auf? Einmal her. Yoshi rennt sofort los, um seine Kumpels über alles zu informieren. Kamek, der Magikooper, wohnt in Bowsers Schloss zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein Baby erwischt hat. Ah! Er schickt sofort seine Diener los, um auch das zweite Baby zu entführen. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Werden die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern zurückbringen können?
Ja, das war mal eine etwas längere Anfangsstory für ein Mario-Spiel, vor allen Dingen mit langen Wait-Befehlen. Aber egal, Yoshi's Island, mein neues Projekt. Ich habe zurzeit noch nicht mal Super Meat Boy fertig, aber ich habe Ferien und habe Zeit und habe jetzt Bock, Yoshi's Island zu spielen. Und deswegen spiele ich jetzt... Ratet mal. Yoshi's Island! Ja, man sieht oben Super Mario World 2. Diesen Beititel hat es eigentlich nur, weil... Es war neben Super Mario World der zweite Mario-Titel auf der SNES. Fertig. Na gut, das Spiel, ja, man hat gesehen, man sieht Welt... Von mir aus auch Spiel 3. Okay. Ich halte erstmal nochmal die Klappe. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind, wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer erwartet auf uns. Wartet auf uns. Jetzt geht's los. Ja, wenn Yoshi... Hilfe brauche ich jetzt nicht. Ich kenne das Spiel. So, jetzt möchte ich... red endlich mal ich. Hat gesehen, Welt 1 ist der Spielstand gewesen. Ich habe auch schon mal, glaube ich, die komplette zweite Welt gespielt. Aber mehr kenne ich das Spiel gar nicht. Das bedeutet, ich kenne viele Gegnertypen, natürlich auch von Let's Plays kenne ich gewisse Gegnertypen, aber die Level an sich kenne ich zum größten Teil nicht. Deswegen werde ich das Ganze mal dreist Half-Blinded nennen. Und diese Erklärungsblöcke gehen mir voll am Arsch vorbei. Ich kann das... Also das Spielsystem kenne ich auf jeden Fall. Man kann so hüpfen und wie gewohnt kann Yoshi so einen Strampelsprung, der gerade nicht gepasst hat, so. Bam. Und bam. Und ja, ich werde es so wie bei vielen Mario-Spielen handhaben. Ich werde nur auf der Karte Save State. Im Level selber nicht. Schokohügel. Yeah. Bum, bam, badam, bam. Und Yoshi's Island ist ein Mario-Spiel mit einem sehr schönen Soundtrack, ganz ehrlich. Also, ja, das hat man vielleicht auch schon bei New Retro Mario Brothers gemerkt. Ich mag Yoshi's Island Musik sowas von gerne. Ja, Blumen kann man 5 in einem Level sammeln und wenn man, je mehr man hat, desto größer ist die Chance, am Ende ein Bonus-Level zu bekommen. So, was ich noch nicht gezeigt habe, man kann auch hier so lustig seine Eier verschießen. Ja, das klang jetzt vielleicht falsch, aber so ist es halt so. Jetzt wird eine Treppe da hochgebaut. Und ja, ich werde es nicht auf 100% spielen. Das liegt einfach daran... Ja, ich habe es schon mal gesagt. Wie kann ich das abbrechen? So nicht. Schön. Ich habe schon mal gesagt, um ein Spiel auf 100% zu spielen, muss ich wissen, wo...
wo Dinge sind, die ich sammeln will. Ansonsten ist mir das zu viel Zeitaufwand, ehrlich gesagt. Nein, so kann ich es abbrechen, okay. Hier, so, das wollte ich eigentlich tun. So, Folge skillt und so. Scheiße, da hätte ich, glaube ich, einen Gegner reinwerfen müssen in den, in die Blume da. Dann hätte ich irgendwas gekriegt. Ich glaube, Sterne. Sterne sind, sozusagen die Lebensanzeige. Immer wenn man getroffen wird, kommt Baby Mario in eine Blase und bis man ihn wieder auf seinem Rücken hat, indem man ihn berührt, läuft halt ein Countdown und je mehr Sterne man hat, desto mehr Zeit hat man. Wenn auf 0 ist, ist man logischerweise tot. Du bist sowas von tot. Mein Gott, ich habe mich immer gefragt, Sui, warum singst du so oft diese Lieder mit und machst darauf... Oh, der war geskillt, der Schuss. Wow! Wow, der war cool, der Schuss. Völlig ungewollt. Ja, hier sieht man es mal. So, jetzt hatten wir 12 Sterne anscheinend. Ja, aber ich habe mich gefragt, warum singt Sui immer irgendeinen Text auf diese Melodie? Und jetzt weiß ich's. Es ist irgendwie, geht automatisch. So, ein Samen. Yeah, und eine Blume. Bam, 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 bam. Da, dam. Dam, 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 dam. Bam, 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 bam. So, der Fels besichtige ich, ne? Macht irgendwie Sinn. Auch wenn es irgendwie auch grausam ist. So. Aua. Schön. Hallo, ich will die Sterne einsammeln. Sterne. Nein, 2 verpasst. Okay, jetzt sieht man hier, wir haben nur 4 Blumen gesammelt. Das bedeutet, wir haben eine etwas kleinere Chance, dass der... Ja, dass die Erhöhung, sag ich mal, auf einer Blume stehen bleibt. Und wir kriegen kein Bonusspiel. Schade. Naja, auch egal. Und was ist da? Achso, okay. Da war erst Highscore 0-0 und dann so ein halber Kreis. Aber jetzt ist da so eine blinkende Sonne. Hm. Naja. So, und hier haben wir eigentlich auch schon den ersten Schönheitsfehler des Spiels. Wir haben hier auf der Karte, wie man sieht, einen roten Yoshi. Jetzt gehe ich mal ins Level rein. Da, er ist pink. Hm. Was ist da nur los? Das Ganze geht auch andersrum. Es gibt auf der Karte... Oh! Scheiße! Ich wusste, dass der kommt, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass er auf der Blume kommt. Aber gut. Bombola. Yeah. Ja, der rote... Nee, der pinke Yoshi auf der Karte ist im Level rot. Also Nintendo scheint da tatsächlich die Sprites vertauscht zu haben. Oh! Man sieht immer nicht, wo der kommt. Das sieht immer so aus, als würde er direkt da kommen, wo man ist. Aber das ist gar nicht so fies. Und ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so allzu viel Zeit. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, bad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 
Das kann man mir nicht verübeln, das war cool. So, wo sind wir jetzt? Wir sind... Ach ja, hier. Ja, hier ist eine Art Labyrinth. Wartet mal kurz. Okay, ich dachte, es hätte an meiner Tür geklopft, aber dem war anscheinend nicht so. Oh, und, ja komm, das ist die Pilotfolge, die werde ich einfach mal länger als 15 Minuten machen. Wenn ich sowieso nicht jede Folge fast überziehen würde, ne? 30, so, das ist das Maximum. So. So, Hubschrauber. Es gibt diverse, wirklich viele Verwandlungen in diesem Spiel. Und man muss jetzt in einem gewissen Zeitlimit, das einem jedoch nicht eingeblendet wird, versuchen, diesen Abschnitt zu schaffen und dann gegen diesen Block zu fliegen oder beziehungsweise zu fahren zu sonst was, je nachdem, was für eine Verwandlung man gerade einnimmt. So, da komme ich mit diesem Block hoch. So, was haben wir dann hier? Gar nichts. Auch schön. Da würde ich dann rauskommen. So, aber hier ist doch auch noch was, das sehe ich. Na, rote Münze. So, und in die Röhre. Da, 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 eine Blume und ein Leben und du bist tot. Man sieht übrigens den Unterschied zwischen roten und normalen Münzen ganz leicht schon auf dem Bildschirm. Also nicht erst, wenn man sie einsammelt. Die scheinen so ein klein bisschen röter, aber naja, unwichtige Details. Und wieder kein Bonusspiel. Wunderschön. Ja, wie gesagt, die Musik finde ich echt wunderbar in diesem Spiel. Und deswegen singe ich auch einfach mit. So, Safe State. Und dann würde ich sagen, das war die erste Folge Yoshi's Island. Mir gefällt es jetzt schon sehr, aber die Level kenne ich ja schon. Die ersten paar. Also die erste Welt kenne ich ganz gut. Die habe ich mehrmals so aus Spaß gespielt, aber nie weiter, weil ich halt dieses Projekt relativ blind haben wollte. Okay, ja, dann würde ich sagen, see you next time und ciao.